seit neuestem haben wir die vedische Resonanztherapie im Angebot. Was heißt vedische Resonanztherapie? Vedische Resonanztherapie kommt von Veda. Was heißt Veda? Veda heißt Wissen. Wissen wird normalerweise durch Beobachtung und Vergleich und gewonnen, aber hier geht es um ein Wissen, was von den vedischen Rishis gewonnen wurde durch Innenschau. Die vedische Schau ist eine introvertierte Schau. Und diese Rishis, die haben dieses Wissen, was sie dann gewonnen haben, gleich in Töne, in Klänge umgesetzt. Und diese Klänge sind heute festgehalten als die sogenannten Veden. Und da gibt es vier Grundveden. Den Rig Veda, den Sama Veda, den Yajur Veda und den Atharva Veda. Die große Frage war ja, was hat denn jetzt der Ayurveda mit der vedischen Klangtherapie zu tun? Also es gibt Gesänge, es gibt Rezitationen. In diesen Rezitationen wird dieses Wissen überliefert. Früher wurde es einfach nur, oder heute wird es immer noch, weitergegeben von Vater auf Sohn. Der Vater rezitiert immer, der Sohn hört mit und macht es nach. Und so gibt es unterschiedliche Familientraditionen, wo einmal der Rig Veda, dann in der anderen Familientradition wird der Sama Veda, dann der Yajur Veda und der Atharva Veda weitergegeben. Für den Außenstehenden sind das meistens Texte, die erstmal unmittelbar nicht allzu viel sagen, sondern es sind einfach nur Klänge und diese Klänge haben Wirkungen. Und um das Ganze ins praktische Leben umzusetzen, gibt es dann den Ayurveda, den Gandhava Veda, den Dhanur Veda und den Stapatya Veda. Das haben wir hier auf dem kleinen Plakat kurz aufgelistet. Also, diese Veden nennt man dann die Upa-Veden, die untergeordneten Veden. Der Ayurveda ist dann der Upa-Veda vom Rig-Veda. Und der Gandhava-Veda ist der Upa-Veda vom Sama-Veda. Wenn wir also hier in unserem Brahmastan regelmäßig die Klänge hören, dann sind das die Gandhava-Veden. Während Ayur heißt nichts anderes als Leben. Das ist der Veda, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt. Und dann haben wir den Dhanu Veda, das ist der Veda der Handlung. Und dann wird eben auch in Zeremonien und bestimmten Handlungsanweisungen das Ganze umgesetzt. Und dann gibt es den Stapatya Veda. Und das ist ja unser großer Stolz, dass wir das erste Gesundheitszentrum in der Stapatya Veda Bauweise hier hingesetzt haben. Und der Rig Veda gibt also jetzt diese Klangstrukturen, die für das Leben an sich wichtig sind. Im Prinzip sagt man, der Rig Veda ist der Bauplan des Universums. Und dieser Rig Veda ist aufgebaut in 10 Kapiteln. Und es gibt einen guten Arzt, einen Neurologen, der festgestellt hat, dass die verschiedenen Sparten der vedischen Literatur eine direkte Beziehung hat zu den verschiedenen Organsystemen. Und speziell beim Rig Veda unterscheidet man eben dann 10 Organsysteme und jedes Organsystem ist einem Kapitel des Rig Veda zugeordnet. Und eigentlich ist das ganze Wissen im ersten Buchstaben des Veda schon enthalten, nämlich im A. Und so gibt es in der vedischen Resonanztherapie, wenn man weiß, das ist also die Basis des gesamten Lebens, gibt es also einen Satz am Anfang, der erste Vers der verschiedenen Kapitel,
Den nimmt man, um dann die gesamte Reichweite der vedischen Schwingung zu präsentieren und bei den Leuten gesunde Resonanz zu bewirken. Deshalb nennt man das dann die vedische Resonanztherapie. Und wie gesagt, das war also das Verdienst vom Dr. Neda, und deshalb ist er auch von Maharishi sehr hoch gelobt worden. Und der Dr. Wilpschatz mit seiner Frau ist also im letzten Jahr hier gewesen. Er macht die Forschungen über die vedische Resonanztherapie. Und ein Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, war, dass der Cortisonspiegel um 30%, fast 30%, 29,9% sinkt. Und das ist eben schon ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Stress eigentlich unser Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist. Und diesen Film, wie gesagt, diesen Vortrag haben wir letztes Jahr aufgezeichnet, und diesen Vortrag dürfen wir uns dann heute als Aufzeichnung nochmal ansehen. Gut. Das 9. Mandala des Rig Veda. Dem 9. Mandala des Rig Veda ist Ahamkar, das Ego oder der Ich-Aspekt selbstrückbezogenen Bewusstseins, zugeordnet. Im menschlichen Körper entspricht das 9. Mandala dem Gehirn und dem Immunsystem. Zuerst sehen wir das Gehirn blinken. Das menschliche Gehirn ist das Hauptorgan des Nervensystems und wird dem Zentrum der menschlichen Persönlichkeit, dem Ego, zugeordnet. Noch einmal. Das menschliche Gehirn ist das Hauptorgan des Nervensystems und wird dem Zentrum der menschlichen Persönlichkeit, dem Ego, zugeordnet. Als nächstes fokussieren wir uns auf das Immunsystem. Dieses verteidigt den Körper oder das Ego und kommt in allen Teilen der Physiologie in Form von Zellen, Antikörpern und anderen Molekülen vor, die sich durch den gesamten Körper bewegen. Bitte betrachten Sie die Lichter überall auf beiden Seiten der Figur, welche das Immunsystem andeuten, das den gesamten Körper durchdringt. Die Schwingungen selbstrückbezogenen Bewusstseins, die im Veda ausgedrückt sind, manifestieren sich hier als das Immunsystem. Das 9. Mandala des Rig Veda entspricht dem Ego, Ahamkar, und wird in der Physiologie durch das Gehirn und das Immunsystem verkörpert. Genießen Sie jetzt eine Klangprobe der vedischen Rezitation des 9. Mandalas des Rig Veda, während der entsprechende Teil der Physiologie durch die blinkenden Lichter hervorgehoben wird. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Vortrag über das Modell der vedischen Physiologie im großen Ayurveda Gesundheitszentrum Möchtefeld. Im Institut für vedisches Wissen in Riedersingen an der Schweizer Grenze haben wir seit über einem Jahr eine kleine Studie gemacht, die nennt sich Pilotstudie. Und da haben wir untersucht, welche Wirkung dieses Modell der vedischen Physiologie hat auf die Gesundheit, insbesondere auf hohen Blutdruck und auf Beschwerden aller Art. Dazu hatten wir 52 Patienten, die einen Fragebogen ausgefüllt haben. Und bei dem Fragebogen konnte man
jeweils eine Beschwerde nach Wahl oder auch zwei Beschwerden nach Wahl anschreiben und dann von 0 bis 10 quantifizieren. Das heißt, 0 ist keine Beschwerde und 10 ist maximale Beschwerde. Manche Leute hatten nur einen Fragebogen, andere hatten 10, 12, 15. Dann haben wir jeweils den Durchschnitt genommen. So, und nach einem Jahr haben wir geschaut, was rauskommt. Und da hat sich Folgendes gezeigt. Beim hohen Blutdruck zeigt sich eine Abnahme von 5,2 mm Quecksilbersäule im systolischen Bereich, und im diastolischen Bereich zeigt sich eine Abnahme von 3,3 mm Quecksilber. Was ist denn überhaupt hoher Blutdruck? Blutdruck ist der Druck des Blutes gegen die Gefäßwand der Arterien. Und da das eine Welle ist, die vom Herz, wenn das Herz pumpt, gibt es eine Welle in die Arterie, die Aorta, und dann die sämtlichen anderen Arterien, die dann die Zellen versorgen. Und die Blutwelle hat ein Maximum an Druck auf die Arterienwände. Das ist dann der obere Blutdruck oder systolisch. Und es hat auch einen Tiefpunkt der Welle, wo der Druck gegen die Arterienwände weniger stark ist. Das nennt sich dann der diastolische Blutdruck. Und interessant ist, dass im Vor-Nachteil-Vergleich, also immer vor und nach der Untersuchung, haben wir Blutdruck gemessen, direkt vor und nachher. Und dann hat sich gezeigt, dass also bereits der Blutdruck nach wenigen Malen sinkt. Ferner zeigte sich eine Abnahme der Angst, in Englisch Anxiety, um 23%, von Unruhe 11%, Tinnitus, das sind Ohrgeräusche oder Ohrklingeln, von etwa 10,5%, dann Kopfschmerz, Migräne und Nackenschmerzen sind um 30% gesunken und Müdigkeit und Burnout um 17,5%. Das Ganze ging über ein Jahr und bei 52 Patienten. Jetzt, wie funktioniert denn dieses Modell der Vision Physiologie? Das ist ein sehr altes Wissen, Jahrtausende alt. Maharishi Mahesh Yogi hat es wiederbelebt und er selbst hat mehr wie 10 Jahre daran gearbeitet, so eine Tafel zu schaffen. Und wie es genau jetzt funktioniert, wird uns Frau Hildegard Waldschutz erzählen. Okay, auch den Stift. Okay, ich bin hier an dieses. Und wir müssen ein bisschen ausholen. Wir nennen diese Therapie vedische Resonanztherapie. Wir nennen es nicht Modell der vedischen Physiologie. Und vedisch, Veda, übersetzt heißt Wissen. Und der Veda ist das älteste Wissen der Menschheit. Innerhalb, ich komme dann während der kurzen Präsentation dann nochmal drauf zu sprechen, innerhalb dem vedischen Wissen, was uns bis heute überliefert ist, eine jahrtausendealte Tradition, nimmt der Ayurveda einen ganz großen Teil ein. Ayurveda haben wir alle einen Bezug dazu. Und der Ayurveda sieht ja den Menschen nicht nur als Physiologie, sondern als ein Gefüge aus Seele, Geist, Psyche, Körper, dann die Sprache, die Kleidung, die Umgebung, dass man in Harmonie mit der Umgebung, in welchen Räumen man lebt, dass man in Harmonie mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur ist. Das sind alles Bereiche aus dem Ayurveda, wo man entweder Ungleichgewicht oder Gleichgewicht schaffen kann. Und für den Bereich ganzheitlich, um die Physiologie wieder in Balance zu bringen, gibt es die vedische Resonanztherapie. Veda, Wissen, Resonanz, das erkläre ich gleich. Und zwar, wenn wir unseren Körper mal anschauen, dann ist ja das, was wir sehen, oder auch ein Baum oder ein anderes Gebilde, das ist ja nur eine Ebene. Wir können es anfassen, aber wir alle wissen, es gibt feinere Ebenen, die Ebene der Moleküle, die Atome, Elementarteilchen und so weiter. Letztlich sind wir nur Grundkräfte, letztlich nur Schwingungen. Und zugrunde liegen ist ein Bereich, der ganz abstrakt ist, wo aber das ganze Wissen, die ganze Intelligenz, die ganze Energie, die unsere Physiologie ausmacht, vorhanden ist. Aus der Physik wird das vereinte Feld der Naturgesetze genannt. Das ist reine Physik hier.
Man weiß aus der Physik heute, dass aus diesem kreativen, intelligenten, Kreativität, Energie, aus diesem abstrakten Feld, das ist nicht tot, das ist nicht ein Nichts, sondern ein ruhender, aber in sich dynamischer, wacher Zustand, dass durch Symmetriebruch die ersten Schwingungen entstehen und sich durch alle Ebenen hindurch ausdrückt. Also ich habe auf alle Ebenen, auf jeder Ebene habe ich die Info immer vom Ganzen. Ja? Gut. In der vedischen Wissenschaft sieht man das genauso. Man sieht, dass das ein grober Ausdruck ist, man sieht das genauso, dass es ein zugrunde liegendes Feld ist, wo die ganze Intelligenz, die ganze Energie ist. Und was das Besondere ist, aus dem alten vedischen Wissen sind die Grundschwingungen bekannt. Die sind uns bis heute überliefert. Es ist eine unglaubliche Fülle von diesen Grundschwingungen, die uns überliefert sind. Das ist nicht nur ein Ton, das sind Sequenzen von Tönen. Sie sind überliefert in der Ursprache Sanskrit und über Jahrhunderte dachte man, das sind mystische Texte. Aber wie sich eben herausstellt, ist die Schwingung das Wesentliche dabei, gar nicht so sehr der Inhalt. Und wenn man ein bisschen Sanskrit kann, versteht man das auch, denn das ist eine Multischichtsprache, das ist eine Wurzelsprache, wo man also viele, viele Bedeutungen je nach Blickwinkel rauskriegen kann. Aber bei der Schwingung, dann wird es klar, warum diese Texte so aufgebaut sind. Man kennt also diese Grundschwingungen. Gehen wir nochmal zurück zur menschlichen Physiologie. Wenn ich irgendwo im Körper irgendein Organ habe, was nicht richtig funktioniert, was ist da passiert? Es ist letztlich nur eine Blockade beim Ausdruck entstanden. Ein typisches Beispiel, jede Nacht spät um 12 oder 1 erst im Bett, ab 10 Uhr entgiftet die Leber, wenn man also nicht um 10 ins Bett geht, sondern oft zu spät, irgendwann hat der Körper, die Leber hat sich nicht jeden Tag nicht richtig entgiftet, nicht richtig erholt, irgendwann sitzen einfach massiv die Toxine im System, weil die Leber die Arbeit nicht machen durfte, denn die macht das nur im Tiefschlaf. So auf diese Art und Weise baggert man sich wirklich eine Blockade ins System. Aber rein physikalisch gesehen, die Blockade ist noch nicht einmal auf der molekularen Ebene. Definitiv auf der atomaren Ebene sind wir niemals krank. Also diese Ursachen oder die Blockaden, die Krankheiten oder Unbehagen verursachen, dass die Physiologie nicht richtig funktioniert, liegt in der oberen Kruste. Wenn wir jetzt aber die Grundschwingung haben, sollte es doch möglich sein, die wieder zu verstärken und diese Blockade einfach wieder zu überschreiben, wie ein Reset. Meinst du jetzt konkret in diesem Fall die Grundschwingung der Leber, weil du gerade von der gesprochen hast? Ja, genau. Ich komme jetzt gleich da drauf. Okay. Ne? Ja. Okay, gehen wir mal an die Leber. Ja. Wir haben hier die Leber und wir haben eine Grundschwingung für die Leber. Ich habe mir hier also eine Blockade reingebaut. Wir haben ein unglaubliches Selbstheilungssystem in unserem Körper. Medizinisch weiß man, dass wenn eine Leber, wenn wir Symptome haben, dass eine Leber nicht richtig funktioniert, egal. Jede Symptome, die wir haben, bedeutet, das Organ arbeitet nur noch auf 30%. So lange macht unser Selbstheilungssystem einen Bypass und es will unbedingt aufrechterhalten, dass das Organ weiter funktioniert, will das Leben weiter erhalten. Und so macht es einen Bypass und ermöglicht eine Leber, die aber nur noch auf 90% läuft. Ich bringe mal ein Beispiel, Schlaganfall. Ein Zentrum im Gehirn wird nicht mehr durchblutet, fällt aus. Wir können nicht mehr reden, wir können die Finger nicht mehr bewegen und das Gehirn registriert, was, du willst noch reden, du willst dich noch, kein Problem,
macht einen Bypass, versorgt dieses Zentrum wieder mit Blut und nach und nach und nach geht es wieder. Nicht 100%, aber 90%. Und man kann wieder gut, normal wieder leben. Das ist diese enorme Selbstheilungskraft. Okay, zurück zu dieser Grundschwingung. Wenn wir in der Lage sind, die zu verstärken, zu reproduzieren, dann können wir sozusagen diese Blockade einfach überschreiben. Und es kommt zu einem Reset. Und das Gehirn läuft in dem Moment, wo dieses hier oben in der Urschwingung wieder resoniert, kommt es zu einem Reset und in dem Moment arbeitet das Organ wieder auf 100%. Und das macht diese vedische Resonanztherapie. Gut, schauen wir uns das mal an, wie sie das schafft. Unsere Physiologie setzt sich zusammen aus 10 Komponenten, aus 10 Aspekten. Das sind zunächst einmal die 5 Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Wenn wir diese 5 haben, das zusammen macht noch nicht die Physiologie, da haben wir nur eine Suppe. Damit sich Zellen, Organe, unterschiedliche Komponenten im Körper formen können, brauchen wir noch Individualität. Ich bringe hier gleich mal den Namen in Sanskrit, denn in Sanskrit ist die Bedeutung von diesem Komponente sehr viel klarer. Das ist also im Sanskrit Ahamkara. Und das wird auch während dieser Präsentation benutzt. Ne? Ahamkara, ich bin der Punkt. Dann brauchen wir noch Unterscheidung, denn eine Zelle unterscheidet sich von der anderen. Ein Organ, eine Funktion ist anders, also das die Komponente Unterscheidung. Und das ist Uti in Sanskrit. Hier haben wir für den Raum, das mache ich gerade hier, das ist Akasha. Für Luft ist Vayu. Für Feuer ist Agni. Ist viel mehr als Feuer, ist auch Licht, ist auch Verbrennung. Wasser ist Jal. Jal bedeutet nicht einfach nur Wasser, sondern fließen. Flüssig, verbinden. Erde ist Prithivi. Gut, so, jetzt haben wir schon 7. Dann brauchen wir aber auch dieses Element der Bewegung. Unsere Physiologie ist nicht eine Hardware, sondern die erneuert sich ständig neu. Es gehen ständig Prozesse. Ohne die laufenden, andauernden Prozesse könnte die Physiologie gar nicht bestehen. Also wir haben das Prinzip Bewegung. Man kann auch sagen Geist, denn unser Geist bewegt alles, was wir machen. Im Sanskrit ist das Manas. Und dann brauchen wir noch 2 grundlegende Aspekte, damit diese ganze Physiologie wächst und sich weiterentwickelt, aber auch für die Prozesse an sich. Das ist Stille und Dynamik. Ich will ein Beispiel bringen. Beim Enzym, ein Zustand muss sich auflösen, damit ein neuer Zustand sich hervorgehen kann. Oder wenn ich, wie beim Treppensteigen, ein Fuß muss stillstehen, damit der andere sich bewegen kann. Wenn beide sich bewegen, wo soll es hingehen? Ne? Also wir haben dieses einmal die Dynamik, die Bewegung. Das ist Prakriti, das gehört jetzt eigentlich hierhin. Und wir haben dieses Prinzip der Stille, das ist Purusha. So, 10 Aspekte.
Daraus, wie mit 10 Grundfarben können wir die ganze Physiologie bauen. Relativ simpel, wenn man sich diese Komplexität anschaut. Und jetzt wird es interessant. Bei den vedischen Schwingungen, die überliefert sind, die sind auch aufgebaut wie unsere Materie, wie das die Physik beschreibt, in Ebenen. Und zwar ist es, dass ich einen Ausdruck habe, der ist extrem abstrakt, sagt alles, alles. Aus dem vedischen Sicht wird die Physiologie des Menschen als Mikrokosmos angesehen, eine Replikation des großen Kosmos. Aber alles, was wir im Kosmos haben, können wir aus diesen 10 Aspekten zusammenmischen. Und in dem allerabstraktesten Ausdruck ist das Ganze beschrieben, in ganz abstrakt. Und dann der nächste Set von Schwingungen, die überliefert sind, sind eine Stufe konkreter. Und dann das nächste. Und jedes sagt alles, beschreibt alles. So wie wir es aus der Physik. Die Ebene Atome beschreibt alles. Die Ebene der Moleküle beschreibt alles. Ne? Aber auf einer unterschiedlichen Ausdrucksebene. Und so geht es weiter. Bei dieser vedischen Resonanztherapie hat einen sehr abstrakten Ausdruck. Und zwar ist es der Rig Veda. Der Rig Veda ist also, wenn man die Schwingungen aufschreiben würde, würden es 3 dicke Bücher sein. Also ist nicht wenig. Und was interessant ist, der Rig Veda hat 10 Kapitel. Und der Inhalt von jedem Kapitel stimmt mit diesen 10 Aspekten überein. Zufall? Denn der Rig Veda beschreibt den ganzen Mikrokosmos, den ganzen Makrokosmos. Also hier sehen wir schon dasselbe, da stimmt, ist eine Übereinstimmung. Das wird im Sanskrit nicht Kapitel genannt, sondern Mandala. 10 Mandalas. Warum? Weil auch hier die Anordnung der Schwingungen, zum Beispiel vom Erdelement, in Kreisform angeordnet ist wieder. Deswegen Mandala heißt Kreis. Und zwar, sagen wir mal, hier ist das Erdelement. Und der erste Abschnitt, die erste Sequenz von diesen Grundschwingungen beschreibt das Erdelement in 100%. Dann geht es weiter zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Da ist 99%, 98%, 97% abnehmend. Immer eine Beschreibung des Erdelements bis zur Mitte, wo 0% ist. Also im Beispiel, wir haben vielleicht 192 Abschnitte. Dann sind wir bei Nummer 97. Beschreiben wir das Erdelement, wenn sozusagen kein Erdelement mehr da ist. Und dann nimmt es zu, wieder zu 100%. Erst wenn man einen Weg von beiden Seiten gegangen ist, hat man die vollständige Beschreibung. Bei der vedischen Resonanztherapie nehmen wir nur den Abschnitt, wo 100% Erdelement ausgedrückt wird. Diese Schwingungen drücken 100% Erdelement aus. Und das tun wir für alle 10 Aspekte. Von jedem dieser werden die Grundschwingungen von 100% genommen. Jetzt können wir uns vorstellen, auf ganz abstrakter Ebene ist es etwas, wir decken die gesamte Physiologie ab. Die vedische Resonanztherapie ist also nicht etwas, was auf ein Symptom ausgeht, sondern es rekonstruiert, so könnte man sagen, es belebt von der Basis her, dass die ganze Physiologie, indem es abstrakt
100% von jedem wiederbelebt. Wie funktioniert das? Sind Fragen dazu? Wie funktioniert diese Therapie? Man kann so ein Modell erst bauen, seitdem man weiß, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist wie ein Fluss. Das passt sich ständig an. Zum Beispiel, wenn wir Klavier spielen lernen. Wir üben, geht noch überhaupt nicht. Das nächste Mal geht schon besser. Das Üben ist nicht eine Sache der Muskeln, sondern eine Sache des Gehirns. Dass das Gehirn entsprechend die Blutversorgung verstärkt, die Nervenverbindungen verstärkt, die Körper-Geist-Koordination verbessert, damit wir diese Funktion ausüben können. Und so geschieht das permanent. Und man weiß aus der Gehirnforschung, dass das Gehirn von drei Seiten einen Input braucht, damit es sich anpasst, wie beim Schlaganfall. Es geht nicht. Und er kriegt den Input von drei Seiten, ich will wieder reden. Ja, man bemüht sich, man bewegt was, man gibt Töne. Und das Gehirn bekommt von drei Seiten Input, ich will das wieder. Oder beim Klavierspielen. Ja, wir haben visuell, wir haben das Gehör, wir haben die Haptik. Und damit passt sich das Gehirn an und unterstützt das. Und das wird genau bei dieser Resonanztherapie angesetzt. Wir kriegen von drei Seiten, bei diesem Modell kriegen wir von drei Seiten Input. Wir sehen schon das akustische kleine Steinchen, das gibt uns die Töne, wir hören, wir sehen, dass da was leuchtet, das ist der zweite Input, also wir haben Hören, wir haben Sehen und wir kriegen als dritten Input eine intellektuelle Auflistung, fast schon wissenschaftlich, wie diese Grundschwingung, die wir hören und die wir an dem Modell abgebildet sehen, wie es sich ausdrückt, in welchem Teil, kriegen wir eine Erklärung, wie diese Grundschwingung sich ausdrückt. Ich bringe mal ein Beispiel, Erdelement. Dann fängt es an, also das Erdelement drückt sich in allem aus, was fest ist und was Struktur hat. Dann kommt der nächste Satz, vor allen Dingen in den Knochen und Muskeln. Der nächste Satz, es gibt über 500 Muskeln im Körper. Was passiert da? Ich habe das jetzt vereinfacht. Was passiert da? Das Gehirn kapiert das. Nicht unser denkender Intellekt, sondern das Gehirn registriert, okay, alles, was Struktur, das ist ja überall. Aha, vor allen Dingen in den Knochen und Muskeln, 500 Muskeln. Was passiert? Die Muskeln sagen, hier, das Feld wird vorbereitet, sozusagen aufgeweicht. Du bist jetzt dran. Das macht diese intellektuelle Erklärung. Das ist der dritte Input bei dieser Therapie. Wir hören also die Schwingung hören und im Übertragen sehen und verstehen sie. Das kommt zur Resonanz, das ist dadurch, das Gehirn passt sich an. Es resoniert in den Muskeln und Knochen in dem Moment, wo wir das hören und das spürt man. Und dann kommt es zu einem Reset. Wird überschrieben, in dem Moment funktioniert das, dieser Aspekt okay. Und bei manchen Störungen ist es notwendig, das mehrmals zu haben, damit das Gehirn sich daran erinnert, diesen ursprünglichen Weg wieder zu gehen. Und damit haben wir die Spontanheilung. Das ist, wie diese Resonanztherapie also funktioniert. Es wird sozusagen das Original einfach wieder hergestellt. Und damit ist es. Finde ich jetzt ganz spannend, in dem Zusammenhang zu sagen, dass sich eigentlich fast 100% der Zellen innerhalb eines Jahres erneuern oder genau. So. Dass man sozusagen das jetzt sich nochmal vor Augen führt. Mhm. Das heißt also, wenn man so ein Reset macht,
dann gibt es praktisch, dann wird es eben nach einer anderen Blaupause zusammengesetzt, genau. Nach der richtigen. Sehr richtig, ne? Man geht nicht auf die Ebene der Zellen, sondern man geht auf die Ebene der Blaupause. Mhm. Denn die Zellen, weil die erneuern sich immer wieder mit der Krankheit, weil man eben nicht an die Blaupause kann. Ne? Man muss von der Basis her. Und das macht diese vedische Resonanztherapie. Sehr guter Punkt. Gut. Also wir haben hier jetzt ein bisschen Theorie. Warum habe ich das alles erklärt? Weil Sie kriegen jetzt eine Menge Info, wenn Sie das erste Mal das hören. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass Sie das verstehen. Versuchen Sie es auch nicht zu verstehen. Ihr Gehirn versteht das. Das nimmt viel mehr wahr. Ne? Wenn ich hier in die Runde gucke, ich habe Milliarden von Pünktchen, die mir hinten im Gehirn abgebildet werden. Und mein Denker sagt, das brauche ich nicht alles, ich brauche nur das, was ich im Moment haben möchte. Und sortiert aus. Und das ist, wie wir normal funktionieren. Trotzdem hat das Gehirn die ganze Info. Und so ist das auch hier. Das Gehirn bekommt in einer sehr komprimierten Weise eine umfassende Erklärung, wie sich das von der Basis, wie das zusammenhängt. Die gesunde Leber mit dem gesunden, mit der Grundschwingung. Und das Gehirn macht den Job. Das heißt, gleich dazu, was machen wir? Ich habe jetzt vorher mal gefragt, das Intellektuelle, das Rechte da oben. Das ist das, was jetzt kommt. Das kommt alles gleichzeitig. Ne? Es wird alles parallel. Ich wollte nur wissen, was das ist. Ja, genau. Ne? Wir machen es jetzt das erste Mal. Und dann sieht man das. Es kommt eine Erklärung, dann kommt die Resonanz und während der Erklärung blinkt es. Und ne, es kommt von drei Seiten eben dieser Input. Und wir lassen das einfach auf uns wirken. Wir hören einfach zu. Das heißt, wenn man da zuhört, es ist gut, die Augen aufzuhalten. Aber es kann sein, dass bei dem einen oder anderen Aspekt eine Reaktion im Körper ist. Und wir kennen das auch aus dem Panchakarma. Da kommt Müdigkeit raus. Da kommt gleich was raus. Da löst sich was. Und wir kriegen das mit. Wenn es also so ist, dass bei einem Aspekt zum Beispiel, es ist zum Beispiel, beim ersten ist es, oh, mega, angenehm. Beim zweiten Aspekt denkt man, ich halte es ja kaum aus. Beim dritten fängt man an zu schwitzen, beim vierten fallen einem die Augen zu. Das ist so. Denn jeder hat in den 10 Aspekten unterschiedlich einfach, bei dem einen sind Blockaden da, bei dem anderen ist es frei und dann ist es sehr angenehm. Und man genießt das einfach. Und deswegen kümmern wir uns nicht darum, sondern lassen das einfach geschehen. Das Einzige ist, dass wir versuchen, die Augen aufzuhalten. Wenn sie zufallen, nicht dagegen angehen. Sich nicht konzentrieren. Die Wirkung ist sehr viel stärker, wenn man es einfach ganz lässig nimmt. Noch kurz eine Erwähnung, wie kann man diese Grundschwingungen reproduzieren? Die menschliche Stimme ist das beste Medium dafür, weil sie eine viel größere Spannbreite hat von Rhythmik und Klangfarbe als ein Instrument. Und deswegen wird für die Reproduktion der vedischen Urschwingungen die menschliche Stimme genommen. Das sind vedische Rezitationen. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Stören Sie sich nicht dran. Man gewöhnt sich sehr schnell dran und dann ist es angenehm. Das als kleiner Vorwand. Dann würde ich sagen, sind noch Fragen? Frage. Hat jemand noch Fragen? Auch zu den Studien? Die ganze Therapie